Erholung und zum Energietanken an der Quelle der Kraft. Tele 1 Nachrichten mit Carmen Zettel. Das ist der Dienstag, 10. Mai. Grüezi miteinander, schön haben Sie eingeschaltet. Das sind unsere Themen. Mehr Unwetter. Die Zentralschweiz ist in den letzten 10 Jahren besonders hart getroffen worden. Mehr Polizisten. Die Luzerner Polizei sucht Nachwuchs und macht Interessierte lustig auf den Polizeiberuf. Und mehr Erfolg. Eine Nidwaldner Mountainbikerin kommt nach einem Verletzungspech stärker zurück als vorher. Sechs Überschwemmungen, Hagel- oder Blitzeinschläge. In den letzten 10 Jahren hat es in der Schweiz deutlich mehr Unwetter gegeben. Besonders hart hat es auch die Zentralschweiz getroffen. So Bilder wie die hier von den kleinen Emmen im letzten Juli sind wahrscheinlich noch vielen tief in den Köpfen. Neben vielen Regen hat es auch immer wieder stark gehagelt. Laut der neuesten Statistik der AXA-Versicherung stechen bei den Hagelschäden nebst dem Tessin und Teil der Westschweiz auch die Kantone Nidwalden, Schweiz, Zug und Luzern raus. Sie gehören zu den 8 Kantonen, die bei der AXA rund die Hälfte von allen gemeldeten Hagelschäden ausgemacht haben. Besonders heftig trifft es immer wieder die Region Wolhausen. Im letzten Juni hat ein schwerer Hagelsturm Schäden von über 60 Millionen Franken angerichtet. Die Hälfte von diesen Hagelschäden sind aber auch heute noch nicht geflickt. Auf dem Menzberg zum Beispiel sind noch dutzende Dächer auf Bauernhöfen nur notdürftig mit Blachen abgedeckt. Die hagelsicherer zu machen, kostet aber vielfach mehr als die Versicherung zahlt. Das ist eines von den rund 500 Dächer, die die Firma Kneubühler seit dem Hagelsturm geflickt hat oder noch muss flicken. Bei diesem Stall kommt jetzt eine bessere Lösung drauf. Das ist jetzt von der Einfachdeckung, gehen wir jetzt in eine Doppeldeckung rein. Das heisst, dass jede Platte doppelt überdeckt ist. Dass, wenn es kommt, kann hageln. Das ist gleich wie hier beim Haus, wo die Doppeldeckung ist, wo es eigentlich die Schiffe kaputt gegangen sind, aber eigentlich nichts durchgelassen hat, also nichts reinregnet. Auch die Kille vom Menzberg hat es verwünscht. Der Hagel hat die Holzschindeli verschlagen. Darum kommt jetzt ein Kupferdach drauf, das länger halten soll. So eine Lösung ist aber nicht überall möglich. Die Gebäudeversicherung sagt in Regel eigentlich 1:1 austauschen. Aber wenn natürlich jemand etwas mehr will, dann ist einfach der Mehrwert, den der Eigentümer dann selber tragen muss. Es kann 40-50'000 Franken sein, je nachdem, was für Konstruktionen das man hier hat oder Erneuerungen, die man hier macht. Das können sich vor allem Landwirtschaftsbetriebe oft nicht leisten. Auf dem Stall neben der Kirche zum Beispiel hat es nur einen Ersatz für die kaputte Wellenplatte. Ein Teil der Leute entscheidet sich aber doch für mehr. Zum Beispiel mit besserer Isolierung. Also es ist halb-halb. Also vielfach sind wir wirklich mit Reparaturen unterwegs, wo halt wirklich 1:1 austauscht wird. Und es gibt aber auch wirklich viele, die sagen, nein, also wenn wir jetzt schon ein neues Dach brauchen, dann wollen wir auch energetisch uns hier erneuern. Ein absolut hagelsicheres Dach gäbe es nicht, sagt Martina Kneubühler. Es lässt sich also nur hoffen, dass es nicht so schnell wieder zu einem grossen Hagelsturm kommt. Egal ob ein Räuberfonds oder einen Kriminalfall lösen, für viele ist der Polizeiberuf der Kindheitstraum. Dabei bleibt es aber meistens bei der Polizei, kommen immer weniger Bewerbungen rein. Aber gerade die Luzerner Polizei braucht dringend Nachwuchs. Darum hat es gestern im Verkehrshaus zu Luzern die Möglichkeit gegeben, den Polizisten bei der Arbeit zuzuschauen. So kann der Alltag eines Polizisten aussehen. Mit solchen Darbietungen und ganz vielen Informationen über den Polizeiberuf will die Luzerner Polizei ihren Beruf und ihren Chor bekannter machen. Das, weil es zu wenig Leute haben. Wir haben generell seit Jahren einen Personalstopp gehabt. Wir haben zum Teil auch abgebaut, aus finanziellen Gründen. Und durch das haben wir eigentlich einen Unterbestand für das, was Arbeit drin ist. Und wir müssen unbedingt im nächsten Jahr jetzt ausbauen, damit wir 2030, das ist unser Horizont, dass wir dort noch unsere Arbeit noch machen können. Laut dem Planungsbericht sollen das 118 neue Stellen sein. Der Plan ist noch in der Vernehmlassung. Trotzdem, die Luzerner Polizei sucht Nachwuchs. Mit Posten wie zum Beispiel von der Sondergruppe Hundeführer oder der Kriminalpolizei, wenn sie den Beruf schmackhafter machen. Den Besuchern gefällt es. Allgemein hat es mir sehr gut gefallen.
Es war auch gut, dass wir rumlaufen mit den verschiedenen Posten vor allem. Mega vielfältig. Es war mega interessant, mit auch den Polizisten zu reden. Ich fand es mega spannend. Gefunden. Also am Anfang sehr informativ, was man alles über die Polizei an sich gelernt hat, über die Luzerner Polizei. Und nachher natürlich die einzelnen Posten waren sehr spannend. Neben dem Postenlauf sind noch Gespräche mit den Polizisten möglich. So kann Daniel Bächler, der für die Rekrutierung zuständig ist, Fragen beantworten. Gute Leute zu finden, sei schwierig. Darum soll der Beruf durch Teilzeitarbeiten oder den angepassten Bewerbungskriterien attraktiver werden. Zum Beispiel haben wir das Alter abgesetzt auf 21, frühestens den Eintritt in die Polizeischule. Und das Höchstalter haben wir aufgelöst. Das heisst, es können sich auch Leute bewerben, die über 35 sind, was ja vorher eigentlich die Altersgrenze war. Mit dem hoffen wir, dass wir mehr Leute ansprechen. Über den ganz oben hinein sind 200 Leute an der Infoveranstaltung dabei gewesen. Viele davon haben Respekt vor dem Polizeiberuf. Trotzdem sagt Daniel Bächler aber: Der Beruf ist einfach ein genialer Beruf, der sehr vielseitig ist, spannend ist. Man erlebt extrem viel. Es ist eine Berufung für mich. Ich kann sagen, man ist und lebt als Polizist. Und es ist wirklich gerade in einem Kanton, wie wir haben, und in so einer schönen Stadt, der Beruf auszuüben, immer noch ein Traumberuf, von meiner Sicht aus. Ob ein paar von den Interessierten auch ihren Traumberuf gefunden haben und vielleicht bald Hundeführer werden, ist noch nicht klar. Klar ist aber, dass im nächsten Frühling die nächste Ausbildung anfängt. Zu Cham hat die Polizei im Auto von einem 27-jährigen Mann rund ein Kilo Haschisch gefunden. Der mutmaßliche Drogenhändler ist festgenommen worden. Die Polizei ist bei einer Kontrolle auf den Mann aufmerksam worden. Damit kommen wir zu den weiteren Kurznachrichten mit Martina Odermatt. Das Referendum der SVP gegen die Sanierung der Psychiatrie Sarne ist zustande gekommen. Die Partei fordert, dass man das denkmalgeschützte Haus aus dem Denkmalschutz entlässt und abreißt. Das Kantonsparlament hat Ende März einen Sanierungskredit von rund 20 Millionen Franken zugestimmt. Die Abstimmung ist am 25. September. Ab morgen ist der Klausenpass im Kanton Uri wieder offen. Das ist 3 Wochen früher als noch letztes Jahr. Es hat viel weniger Schnee als letztes Jahr und die Lawinensituation sei auch entspannter. Auch zum Teil befahrbar ist der Sustenpass. Dort kann man bis zum Sustenbrückli fahren. Der Gotthardpass geht dann voraussichtlich vor Ufer auf, schreibt der Kanton Uri. Die Luzerner Behörden haben bei Kontrollen in Lebensmittelbetrieben nur wenig Mängel feststellen. Nur rund 10% der Laborproben letztes Jahr seien nicht gut gewesen. Das schreibt der Kantonschemiker in einer Mitteilung. Die Betriebe, die Mängel hatten, müssen die sofort beheben und werden in Zukunft häufiger kontrolliert. Sind Tampons zu hoch besteuert oder nicht? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute der Nationalrat. Tamara Funicello von der SP will die Mehrwertsteuer auf die Frauenprodukte senken. Die Engelbergerin Monika Rüger von der SVP hält dagegen. Zwischen den beiden Frauen kommt es im Bundeshaus zum Streit. Frauen demonstrieren schon gestern mit einem blutigen Tampon vor dem Bundeshaus. Sie finden die Mehrwertsteuer auf ihre Hygieneprodukte unfair. Hygieneartikel sind für Frauen etwas, das man jeden Monat braucht. Es ist kein Luxusgut und dementsprechend soll es auch so besteuert werden. Es ist unverständlich, dass das nicht so besteuert wird, sondern dass es so besteuert wird wie zum Beispiel eine Luxusuhr. Das kann es einfach nicht sein. Für Tampons gilt der normale Mehrwertsteuersatz von 7,7%. Sie gelten damit nicht als Produkt vom täglichen Bedarf wie Lebensmittel, die mit dem reduzierten Satz von 2,5% besteuert sind. In diese Kategorie sollen auch Monatshygienenartikel für Frauen gehören, finden die einen. Auf keinen Fall meinen die anderen, schliesslich sei auch Rasierschaum für Männer normal besteuert. Es ist einfach einmal mehr ein Quatsch. Das ist wieder etwas, was die Linken wollen, Frauen in eine Opferrolle setzen. Absolut unnötig. Wegen der sogenannten Tamponsteuer kommt es in der Wandelhalle zu einem Disput zwischen der SP-Frau und der SVP-Frau. Das hast du mir immer noch nicht erklärt. Ja. Wieso genau sind Opfer, Frauen in der Opferrolle, Opfer. Wenn Opfer, sie einen Vorteil stellen? Nein, sie sind doch kein Opfer, wenn wir die Mens überkommen. Wo ist das Problem? Es geht mir doch nicht um die Mens, sondern es geht mir darum, dass ich sage, ich habe eine Forderung, X und du sagst. Die armen Frauen sind anders bemittelt. Die Männer haben das nicht und die Frauen haben das und sie können gar nichts dafür. Nein, die Männer spielen in dieser Geschichte überhaupt keine Rolle, weil sie ja nicht menstruieren. Unterstützung hat Tamara Funicello vom Finanzminister Ueli Maurer. Er vertritt die Meinung vom Bundesrat in den Debatten um die Tamponsteuer.
Ich empfehle Ihnen, hier beim Vorschlag des Bundesrates zu bleiben und die Monatshygieneartikel zu reduzieren. Der Nationalrat entscheidet sich schließlich mit Abweichler in der bürgerlichen Reihe für die Reduktion der Tamponsteuer. Demonstrationen sind damit noch nicht vorbei. Das Geschäft geht nämlich noch in Ständerat. Sie ist die aufstrebende Schweizer Mountainbikerin und fährt im Moment vielen davon, die 26-jährige Alessandra Keller aus Ennetbürgen. Dass sie in Form ist, hat sie am letzten Sonntag beim Cross-Country-Rennen im süddeutschen Albstadt gezeigt. Die Alessandra Keller lässt im Rennen sogar Schweizer Aushängeschild Yolanda Neff hinter sich und wird schlussendlich gute Fünfte. Das ist in ihrer bisherigen Karriere das zweitbeste Weltcup-Resultat. Wer ist aber die Alessandra Keller? Wir sind bei ihr zu Hause hineinschauen. Abschalten und in Ruhe Kaffee trinken. Viel Zeit hat Alessandra Keller für das im Moment nicht. Nach dem Weltcuprennen am Sonntag geht es nämlich morgen schon wieder zum nächsten. Zwischen zwei Weltcup ist natürlich, dreht sich alles nur um die Leistung, die man muss abliefern muss. Folgedessen versucht man auch maximal gut können zu erholen zwischen zwei Weltcup. Wir sind privilegiert hier in der Schweiz oder als Europäer, dass wir zwischen zwei grossen Anlässen und die Energie, positive Energie möchte ich eigentlich können mitnehmen und mich hoffentlich ein bisschen besser erholen als meine Konkurrentin. Erholen heisst aber nicht nichts machen. Heute steht nämlich noch ein 3- bis 5-stündiges Training an. Für die Alessandra Keller ist das nicht selbstverständlich. Erst letztes Jahr hat sie noch mit einer Knieverletzung zu kämpfen gehabt. Mit dem müssen wir als Spitzensportlerin aber leben. Wenn man mit Angst für Verletzungen Velofahrt oder Sport macht, dann ist man definitiv im Spitzensport am falschen Ort. Sportler, die Erfolg haben, die wollen weiter erfolgen. Und Velofahren habe ich auch während der Verletzungsphase gemerkt, ist eine brutal grosse Leidenschaft von mir und eine grosse Passion. Ihre Motivation ist darum seit der Verletzung nur noch grösser geworden. Wichtig vor grossen Rennen sei auch das Selbstbewusstsein. Und das hat sie. Ich habe letzte Woche oder am vergangenen Wochenende gezeigt, dass ich schnell bin, dass meine Form stimmt. Und die Strecke, die uns erwartet, ist eine der coolsten, die es im Weltcup-Zirkus hat. Darum freue ich mich sehr. Natürlich eine gewisse Anspannung oder Nervosität ist rum. Die soll aber mehr in positive Energie umgewandelt werden als in belastende. Und darum bin ich einfach motiviert und freue mich auf was kommt. Das nächste Weltcuprennen findet dann am Wochenende in Tschechien statt. Zuerst wird aber noch daheim in Nidwalden fertig trainiert. Das war es von den Nachrichten. Ab 9:30 geht es hier auf Tele 1 um eine Firma, die mit Banknoten Geld macht. Es ist eines der ältesten Unternehmen der Schweiz, Orell Füssli, das vor über 500 Jahren in Zürich gegründet wurde. Bekannt ist Orell Füssli der breiten Bevölkerung wegen der Buchhandlungen. International Bedeutung hat Orell Füssli aber dank dem Banknoten- und Sicherheitsdruck, der nicht nur alle unsere Schweizer Banknoten, sondern auch unseren Pass druckt. Ja, Daniel Link, wie fühlt man sich so als Gelddrucker der Nation? Man fühlt sich gut und stolz. Wer will nicht in einer Firma arbeiten, die buchstäblich Geld druckt? Weiter reden wir mit ihm über die Herausforderungen der Digitalisierung, sowohl für den Buchhandel als auch für den Noten- und Ausweisdruck. Zuerst sehen Sie jetzt aber noch das Check-up mit einem virtuellen Hygienetraining im Unispital Zürich. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung. Auf Wiedersehen.